aus, liebe Freunde. Hallihallo, herzlich willkommen hier wieder zurück. Wir sind mit dem Kredit bei 0. Die Mission ist bei 67% und wir kriegen Düngen, 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 Düngen. Ganz viel Düngen. So, das wird natürlich jetzt eine spannende Geschichte. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch abwarten, bis wir hier fertig sind. Und das Ganze müssen wir dann noch runter zur Getreidemühle bringen. Und dann haben wir es geschafft. Dann kann es mit dem Düngen losgehen. Wir stehen auf Feld 2 schon bereit und sind immer noch ein bisschen verwundert über den Milchpreis, der sich hier ja explosionsartig in Anführungszeichen nach oben entwickelt. Das ist richtig cool. Bei 1680 haben wir angefangen. Jo, ist jetzt schon gut gestiegen, ne? So, und hier, wie gesagt, mit den Kühen habe ich mir nochmal überlegt, das steht fest, die Schwarz-Weißen werden wir dann, wenn es soweit ist, verkaufen. Natürlich werden wir gucken, dass wir vorher so viel wie möglich Milch noch entsprechend mitnehmen. Und bei den Hühnern, ja, da dümpelt es halt so vor sich hin. Aber auch da geht es langsam voran. Die Zeitabstände werden auch dort immer ein bisschen kürzer. Das ist sehr gut. So, wir gucken mal gerade, warum bleibst du da hinten stehen? Also, die Trigger sind seltsam gesetzt, Freunde. Sehr, sehr seltsam gesetzt. Sehr, sehr komisch. So, Helfer raus. Weil das dauert sowieso immer ewig, bis der dann einmal gedreht hat. Das ist immer schneller, wenn wir so anfangen. Ich habe keinen Zugang zu diesem Land. Das wollen wir doch mal sehen. Ob ich vielleicht doch Zugang zu diesem Land habe. So, Helfer wieder rein. Und dann sind wir auch... ja, hier im Endspurt sozusagen. Und wir sind fast voll. Das heißt, wir könnten mal kurz abtanken. Was natürlich uns die Sache hier ein bisschen leichter dann gestaltet. So. Machen wir mal den Rekord im Rückwärtsfahren ohne Unfall bauen. Gucken, ob wir das hinkriegen. Das sieht eigentlich ganz geschmeidig aus. So, dann können wir hier warten. So, und... einmal leer machen. Wie gesagt, das kriegen wir locker rein. Das ist gar kein Thema bei Sojabohnen. Bei Weizen wäre es auf dem Feld eng geworden. So, muss mich noch mal kurz räuspern. Aber hier mit Sojabohnen ist das ja sehr entspanntes Arbeiten. Und auch relativ zügiges Arbeiten. Ne? Wir haben jetzt gar nicht so lange für die Mission gebraucht. Ich denke mal, das hat uns doch... noch ein bisschen was gebracht und ich hoffe natürlich, dass wir auch noch ein paar Sojabohnen entsprechend behalten dürfen. Das wäre natürlich sehr schön. So, wir switchen gleich wieder auf den. Das sind dann nur noch zwei Spuren, dann haben wir es geschafft. Und dann kann es mit den Düngen losgehen. Ich kann es eigentlich kaum noch abwarten. Ich bin so richtig so ein bisschen hippelig, weil ich möchte endlich dieses Feld 4 haben. Ja, wir könnten uns schon zwei andere Felder gekauft haben. Es ist richtig. Aber ich möchte die 4. Weil auf der 4 haben wir die zwei großen Wiesen. Auf diesen zwei Wiesen können wir Tierställe bauen. Dann können wir immer noch die kleinen Felder kaufen. Die können wir uns jederzeit holen. Aber ich möchte einen großen Schritt nach vorne wagen und hoffe natürlich, dass wir das entsprechend auch super gut hinbekommen. So. Hier werden wir jetzt mal gleich in die nächste Spur eintauchen. Oh, und das wird die vorletzte Spur. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, wir machen wieder den Helfer rein. Dann können wir hier nochmal gerade gucken. Schon wieder 69 Liter Milch, das ist gut. 15 Liter Eier, das ist, ja. Und der Preis steigt und steigt und steigt. Das ist unglaublich. Also um 200 ist er jetzt schon gestiegen. Das heißt, das bringt uns auf alle Fälle schon mal mindestens 1000 Euro wieder mehr. Nur dafür, dass wir ein bisschen gewartet haben. Das ist super. Das ist echt super. So, bei den Sojabohnen können wir mal gerade gucken. Da ist der beste Preis bei der Getreidemühle bzw. beim Supermarkt. Und auch dort steigen die Preise. Bei dem bisschen, was wir dann übrig haben, wird das wohl nicht die Welt ausmachen. Aber ich denke mal, wenn wir eh bei der Getreidemühle abgeben, dann können wir die restlichen 1500 Liter oder was wir da haben, eigentlich auch gleich dort mit unterbringen. So, 1889. Jo, 1890. Es geht so voran. Das ist unglaublich. Unglaublich. So, und hier sind wir in der letzten Spur, das heißt Mission 78%. 2, 4, 6 Mal düngen, hat sich noch nichts verändert. Gut, dann hoffe ich, dass das so bleibt. Wir sind an der 2, die geht als nächstes ran. Dann können wir von da aus auf die 4.
Von der 4 gehen wir auf die 5, von der 5 gehen wir auf die 8, dann auf die 17 und dann auf die 19. Und dann sind wir den ganz großen Kreis gelaufen und haben alles wieder im Griff. So ist der Plan. Ob das jetzt wirklich so kommt, weiß ich noch nicht, aber wir schauen. So, Preise steigen. Ich find's cool. Sind zwar nur ein paar Eurochen, aber wie gesagt, wir haben, glaube ich, mittlerweile schon um die 6000 Liter drin. Es wird langsam immer mehr. Von daher habe ich auch gesagt, wir verkaufen die Kühe jetzt noch nicht, sondern erst, wenn es soweit ist. Ja, jetzt fährst du. Jetzt, wo ich drehe, fährst du. Du bist eine Nase. Ehrlich. Das ist unglaublich. Unglaublich. Die ganze Zeit, also wo ich noch meilenweit entfernt bin, da kommt er. Und jetzt, wo ich drehen will, dann auf einmal, dann kommt er angeschissen. Ah, so, wir fahren gleich neben den Drescher, dass wir die komplette Ladung dann haben. Wenn das Düngen dann läuft, können wir den Drescher nach Hause bringen. Der hat jetzt eigentlich hier einen relativ guten und doch sehr schnellen Job gemacht, mit ein bisschen Unterstützung beim Drehen, weil das hätte dann nochmal in Summe vielleicht 4, 5 Minuten Unterschied gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt was ausmacht, aber es hätte natürlich genau die 5 Minuten sein können, wo die nächste Wachstumsstufe vielleicht durchläuft. Deswegen lieber einmal ein bisschen mitgemacht und dann passt, als wenn wir dann da am Ende stehen, sagen, ach, hätten wir mal, ne? Also das Schlimmste, was es gibt, sind vertane Chancen. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Eine Chance nicht ergreifen. Wenn man die Möglichkeit hat, soll man sie nutzen. Und das wollen wir natürlich auch dementsprechend so machen. So, und wenn wir hier durch sind, können wir direkt zur Getreidemühle. Wie gesagt, den Rest verkaufen wir gleich mit, dann haben wir Ruhe. Ich bin gespannt, wie viel wir für uns behalten dürfen. Ja, also das werden wir nochmal kurz testen. Einfach nur mal Interesse halber, aber ansonsten, ja, schauen, Mission fertig machen und gut ist. So, die letzten Liter laufen rein. Ich habe schon den großen Fußzeh am Gaspedal, um gleich loszulegen. Oh, es ist so spannend. Na ja, gut, also ist jetzt ein bisschen kindisch, aber auf der anderen Seite, es macht natürlich echt Riesenlaune, wenn man ja, so kurz vor so einem großen Ziel ist. Ist da noch was drin gewesen jetzt? Nö, fertig, gut. Ne? Denn wie gesagt, wir hätten jetzt mit dem Geld schon zwei kleine Felder kaufen können. Ja, dann hätten wir zwei Felder gehabt. Das ist natürlich auch eine gute Sache. Aber das wären dann wieder Felder irgendwo unten und oben und hinten und vorne gewesen. Und wie gesagt, diese Zusatzoption mit der Wiese, das ist halt für mich ein sehr wichtiger Punkt. Und deswegen spare ich lieber ein bisschen länger. Aber dann können wir gleich Nägel mit Köpfen machen und können da richtig ins Eingemachte gehen. Das bringt uns am Ende vorwärts. Und das sind so die Kleinigkeiten, wenn man da wirtschaftlich ein bisschen rechnet, ist das einfach so, nicht gleich kaufen, wenn möglich, sondern erst mal gucken, welche Gelegenheit ist die beste. Ja, wenn man mehrere Sachen zur Auswahl hat, sollte man immer das nehmen, was für einen selbst den größten Vorteil bringt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, wenn ich drei Jobs angeboten bekomme, nehme ich auch nicht gleich den ersten, nur weil ich, oh, ich kriege einen Job, ich kriege einen Job, wenn ich bei dem anderen vielleicht 3 Euro mehr die Stunde bekomme. Deswegen erstmal abwägen, erstmal gucken, Schild umfahren und dann kann man sagen, okay, mache ich. Ne? Aber vorher bringt das nichts. Und deswegen, ja, vielleicht bei manchen zwischendurch ein bisschen Kopfschütteln, die dann gesagt haben, Mensch, du kannst schon längst die 20 kaufen, du kannst die 21 kaufen, du könntest schon die 22 haben. Ja, könnte ich, will ich aber nicht. Ganz einfach, weil die 4 ist deutlich besser. Und die 4 wird uns richtig viel bringen. So, einmal Sojabohnen. 9%. Oh, da bleibt nicht viel übrig. Oder doch? 40? 59? Nee, da bleibt nicht viel übrig. So, jetzt geht's los. So, da gibt es nochmal ein paar Euro extra. 8000 Euro, das hat sich gelohnt. Die Mission schließen wir ab. Ansonsten hätten wir nur noch die eine Erntemission, deswegen lassen wir die weg. Wir gehen auf Düngen Feld 2, switchen natürlich gleich rüber, starten hier Monsieur le Helfer und können dann gleich auf der 2 loslegen. So, damit sind wir hiermit schon mal aus dem Schneider, haben 227.000 Euro, was für uns natürlich bedeutet, wir brauchen nur noch ungefähr 60 Riesen und dann haben wir es geschafft. Ja, dann sind wir schon durch.
Und das klingt doch schon gar nicht schlecht. Wenn wir jetzt überlegen, dass wir noch 34.000 für die Kühe kriegen, oder sagen wir 30.000 meinetwegen, ja, dann haben wir 2,57, noch vielleicht 10 für die Milch, dann sind wir bei 2,67, dann sind es nur noch 18.000, dann haben wir das Ding. Ganz easy. Ganz, ganz easy. Da brauchen wir uns überhaupt keinen Stress machen mit. Ich überlege gerade, wir fahren den gleich zur 1. Weil wir werden jetzt Düngemissionen machen und die Ernte auf der 1 ist nicht mehr weit entfernt. Wir sind in der letzten Wachstumsstufe. Von daher ist es natürlich sinnvoll, den Kollegen auch gleich zum nächsten Einsatzort zu bringen und nicht erst wieder nach Hause zu fahren und dann wieder da hochzubringen. Nee, das machen wir gleich. Ne? Kurze Wege sparen Sprit, auch wenn man selbst produzieren und den Zaun mitnehmen, aber trotzdem ist das immer angenehmer. So. Und ich hoffe, dass wir mit dem Düngen jetzt auch noch ein paar Euronen machen können. Das dürfte mit Bredal eigentlich relativ gemütlich laufen. Wenn wir die 2 haben, wie gesagt, gehen wir direkt auf die 4. Und der kommt auf der 2 schon ganz gut voran. Jo, das sieht gut aus. Hat schon die Hälfte. Oh, geil. Das läuft. Das läuft und läuft und läuft. So muss das laufen. Anders kommen wir auch nicht zum Erfolg. Ja, der Daniel, der wird auch nicht hier klein beigeben. Der wird auch Gas geben. Und von dem Punkt müssen wir natürlich ja auch Stoff geben. Zumal ich nicht weiß, wie weit Daniel ist. Der ist noch ein bisschen im Rücklauf. Will jetzt aber aufholen. Und da hat man natürlich keine Ahnung, in welcher Form. Wie geht das voran? Was macht er? Deswegen bin ich da lieber ein bisschen vorsichtig. Und hau ein bisschen in die Tasten, damit es rund geht. Ne? Alles andere könnte uns eventuell Probleme bereiten, wenn wir es jetzt zu locker und easy angehen. Und dann heißt es am Ende, ja, hättest du mal Gas gegeben, ne? Dann wäre das viel einfacher geworden. So, die nächste Milli haben wir auch schon da. Jetzt schauen wir nochmal, oh, Preis steht. Dann würde ich sagen, er steigt nicht weiter. Aber immerhin, er ist um 240 Euro pro 1000 hochgegangen. Das lohnt sich. Das werden wir jetzt ausnutzen. So, bevor der Preis wieder runtergeht. So, Dille. Und dann verkaufen wir noch die Milch. So. Kommt auch noch ein paar Euro rein, die wir eben noch gar nicht mitgerechnet hatten. Also das ist eigentlich ganz gut. Oh, da kommt viel rein. Das sieht gut aus. 11.200 Euro, das ist schön. Das ist sehr schön. Und wir haben schon 18.39 Uhr, das heißt, es kommt dann wahrscheinlich auch bald das Geld von der BGA mit rein. So, und der hier ist auch gleich fertig. Jetzt geht's aber hier Schlag auf Schlag, Freunde. 81%. Nach der 2 gehen wir mit dem Düngen auf die 4. Ja, wie gesagt, er ackert sich fleißig voran. Ich befürchte nur, dass wir wahrscheinlich da unten nochmal einen Rest machen müssen. Irgendwie hat er da... Hey. Doch, hat aber nicht so richtig alles erwischt anscheinend. Ach, nee. Helfer raus. Da müssen wir nochmal schnell selber ran. So, dann hauen wir hier nochmal kurz das Klavier an, dass wir die letzten 4% auch noch hinkriegen. Anscheinend ist das aber auch nur noch der schmale Streifen, ne? Oder? Ja, ist nur noch um die Ecke da vorne natürlich wieder. Aber wenn wir da vorne sind, können wir von da aus direkt auf die 4. Das ist okay. Da haben wir dann kein Problem. So, 98%. Wir düngen ja schon die 3 hier zum Teil mit, ne? Aber das zählt ja nicht. So, aber das kriegen wir. So, 99%. So, wenn es jetzt super läuft, sind wir direkt vorne an der Ecke. Ha, perfekt, sag ich doch. Unabgeschlossen, geil. So, 2 fertig. Wo ist die 4? Da, düngen. Dankeschön. Gleich weiter geht's. Und wir sind direkt an der 4. Also besser läuft's, kann's nicht laufen. Das ist richtig schön hier, gerade wie es abgeht. So, Helfer rein. Oh, und die 4 dümpelt. Gut, so kriegen wir das Ganze unter einen Nenner. So, jetzt haben wir die 4 fertig gleich. Dann 8 und 9, die sind links. Ich muss gerade überlegen, welches Feld wir als nächstes machen. Vielleicht die 19. Wenn wir hier unten mit der 4 ankommen, könnten wir hier durchfahren, blub blub, und sind direkt an der 19. Oder wir fahren dann hier rüber und machen erst die 8 und die 9, weil das sind 2 Missionen. Gucken wir mal, wie wir vorankommen. Im Moment sieht es jedenfalls gut aus. 16% haben wir schon. So, jetzt gucken wir mal gerade. Den müssen wir natürlich wieder auch nach Hause fahren. So, und die 21 ist erntereif. Uiuiuiui.
Aber das interessiert uns jetzt erstmal im Moment noch nicht. So, jetzt bin ich gerade was am Rechnen. 34 kriegen wir für die Kühe. Dann sind wir bei 77. Uns fehlen eigentlich nur noch 8.000 Euro. Oho. Ohoho. Ich glaube, wir sind fast am Ziel, Freunde. Ich denke mal, spätestens in der nächsten Folge werden wir uns wahrscheinlich das Feld holen können. Boah, dann haben wir das große Feld 4. Das ist natürlich perfekt. Und das düngen wir jetzt auch gerade noch, unser Feld 4, ne? Also unser zukünftiges Feld düngen wir und kriegen dafür noch Geld. Das ist natürlich ein Traum. Besser geht's eigentlich nicht. Und dann haben wir hier auch, wie gesagt, genug Platz. Das würde ich aber erst gerne noch abmähen. Da bin ich ja schon fast am Überlegen, ob wir uns da nicht irgendwas ausleihen. Weil das wird ziemlich lange dauern. Aber auf der anderen Seite, wir haben ja Zeit. Wir müssen ja erstmal das Geld dann für die Tierställe zusammenbekommen. Dann können wir das auch in Ruhe erstmal mähen. Alles gut. Alles gut. Und mit Weizen haben wir natürlich auch eine sehr, sehr gute Fruchtsorte erwischt. Kriegen wir auch gleich ein bisschen Stroh rein. Apropos Stroh, ich glaube, wir könnten unseren Kühen dann nochmal ein wenig Stroh zukommen lassen, wenn wir eh schon gerade dabei sind. Wir haben ja noch ein bisschen. So. Weizen, Gerste, Hafer. Stroh. Einmal Stroh, bitte. Dankeschön. Ich weiß nicht, wie viel Stroh sie brauchen, aber wir pumpen mal. Oh, ein bisschen was können sie gebrauchen. Ansonsten können wir auch noch ein bisschen was in die Mischfutteranlage schmeißen. Da ist also auch noch genug Platz. Aber erstmal schauen wir, was die Kühe möchten. Wie viel die Kühe möchten. So, ich muss nur gerade gucken. Ich glaube, hier müssen wir es reingeben. So, schauen wir mal, was die an Stroh wollen. Ja, ein bisschen was geht, ne? Ja, da geht ein bisschen was. 16.000, oh, 14.000 Liter fast. Doch mehr als erwartet. Aber ist ja auch eigentlich kein Problem. Das passt. So, dann füllen wir hier gleich noch ein bisschen auf. Da geht jetzt nicht viel rein, vielleicht 6, 7, 8.000 Liter. Dann ist da Ende. So. Aber das nutzen wir natürlich auch mit aus, ne? So, wenn wir hier schon Stroh drin haben, dann können wir auch gleich vollschütten. So, war nicht mehr viel. So, den Rest packen wir wieder weg. So. Deswegen immer gut, wenn man das Silo relativ zentral hat. Da können wir das ja, ziemlich problemlos erledigen. Mission 92%, das sieht gut aus. Dann machen wir vielleicht doch erst die 8 und die 9. Ich glaube, das ist besser. Was ist denn da passiert? Hallo? Hallo? Was zur Hölle ist denn hier los? Alter, was war das denn? Ich krieg ja die Krise. Was war das denn? Ach du lieber Himmel. Wir haben doch vor dem Mast noch gestanden. Ja, Billy, da hast du recht, gell? Das ist zum Miauen. Ja, wir haben vor dem Mast gestanden, also ganz, ganz weit ab vom Zug. Da ist noch Platz. Und der hat uns den ganzen Mähdrescher, der fliegende Mähdrescher, geil. Ist das genial? Ist ja schon so genial, ist schon fast zum Heulen. So, Helfer raus. Gut, vier fertig. Ey, das gibt's nicht, oder? Das. Ja, das gibt's einfach nicht, oder? Also ehrlich. Haut der uns da den. Ja. Hör mal. Was ist los? Ja, du hast Fresschen, du hast Trinken, du hast doch alles, Billy. Ah, du wolltest nur noch mal gekrault werden, bevor du zum Fressen gehst. Na gut. Ja, das hatte ich auch noch nicht. Der fliegende Mähdrescher. Oi, Backe. Oh, Backe, oh, Backe, oh, Backe, oh, Backe. Ach, du Heilige. So. Wollen wir das heute noch durchziehen? Ich überlege gerade. Wir kriegen, was habe ich gesagt, 17,34. Ah, das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Wir brauchen noch ein bisschen. Ich würde so gern heute das Feld schon kaufen. Der fliegende Mähdrescher. Also das ist wieder so ein Ding. Ups. Okay. Naja. Dann gehen wir erstmal die 8. Bin gerade am Grübeln, wie immer.
Weil 8 ist natürlich ein blödes Feld, wieder zum Düngen. Wie wir das am besten anstellen. Ich glaube, das ziehen wir gerade. Selbst durchkommt. So. Das ziehen wir schnell durch. So, und die 9 nebendran können wir, glaube ich, dann auch gleich noch düngen. Das könnte dann sogar reichen. Huhuhu. Wir haben noch 10 Minuten ungefähr. Mit viel Glück schaffen wir das heute. Mit viel Glück schaffen wir das heute. Aber nur wenn genug Reserve da ist. Sonst warte ich lieber noch eine Folge ab. Es kommt ja jetzt auch nicht auf die 5 Minuten an, ob heute oder morgen. Aber ich denke mal, wir sind in greifbarer Nähe. Das ist nicht mehr allzu viel, was wir brauchen. Das ist wirklich nicht mehr allzu viel. So. Ich denke mal, so kommen wir ganz gut hin. So, dann lassen wir das jetzt mal den Helfer weiterarbeiten. Wir gucken mal gerade. Oh, ich glaube, mit dem Düngen, das war eine gute Idee, dass wir das noch gemacht haben. So, wenn wir die 5 haben, die 8 haben, die 9 können wir noch düngen. Und dann sind wir relativ weit unten, dann können wir vielleicht sogar die 17 noch mitnehmen. Müssen wir dann mal schauen, ob wir das noch hinkriegen. Also im Moment läuft es ja gut von den Prozenten, da brauchen wir uns nicht beschweren. So. Ich übernehme mal schnell, dass wir hier nicht noch viel Zeit mit Wenden und Drehen und was weiß ich allem verbrauchen. So. Hier haben wir natürlich jetzt ziemlich blöd angefangen, ne? Das ist klar. Aber ich denke mal, das müsste eigentlich passen. Ich sehe jetzt nur gerade auf der rechten Seite nicht viel, weil die Sonne gerade wieder reinkommt. Aber egal. Ich glaube, wir sind so einigermaßen richtig. Prozentmäßig sieht es gut aus. Warum fährst du nicht weiter? Du Trottel, bleib einfach stehen. Was soll das denn? Ja, wenn wir stehen bleiben, kommen wir nicht voran. Oh, 84, 85, oh, das sieht gut aus. Ich hoffe, dass das reicht. Ja, wir stehen sogar eigentlich relativ gut. Wie gesagt, ich sehe das kaum. Aber ich glaube, wir sind gar nicht so schlecht. So, noch einmal hier hoch. So, und dann müsste es jetzt eigentlich jeden Moment aufplöppen. So, das ist gut. Dann müssen wir jetzt auch langsam Licht anmachen. So, die 8 ist fertig. Dann nehmen wir die 9 ins Visier. Können wir da eigentlich auch gleich loslegen? Ich hoffe, der Helfer kriegt das mit dem Drehen hin. 253.000, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Haltet mich, Helfer. So, starten. Und jetzt den Helfer rein. So, dann müsste das eigentlich laufen. Gut, sieht gut aus. Im Optimalfall hätten wir jetzt noch zwei Felder, die wir dann düngen könnten. Dann hätten wir sogar alle Missionen durchgerattert. Das ist natürlich Bombe. Hier sieht es gut aus. Das ist auch okay. Wie gesagt, da kriegen wir 34, vielleicht 30.000. Also nach der Mission könnte es reichen. Nach der Mission könnte es schon reichen. Gucken, was unser Mähdrescher macht. Nicht, dass der schon wieder durch die Gegend fliegt. Nein, diesmal nicht. Aber was das gewesen ist, keine Ahnung. Ich habe echt keinen Plan, was das war. Ehrlich, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. So. So. Jetzt sehe ich wieder nichts da rechts. Ach, das ist doof. Ich glaube, ich bin zu weit drüben. Ich kann noch ein bisschen rüberfahren. So, machen wir Helfer wieder an, dass der die richtige Spur findet. Ich sehe das überhaupt nicht hier unten, wo ich bin. Keine Ahnung. So, 37%, 38%. Oh, das sieht aber ganz gut aus. Oh, Backe. Leute, dann kriegen wir das echt hin. 285.000 Euro. 253 haben wir. Ja, ich weiß, wir hätten mehr machen können. Wir hätten das schon kaufen können, plus das hier. Oder plus das hier. Wir hätten schon zwei weitere Felder kaufen können. Wenn wir es richtig angestellt hätten, vielleicht sogar drei Felder. Aber ich möchte das eine Feld haben. Ich möchte dieses eine Feld haben.
So. Sieht man natürlich jetzt ganz schlecht. Das ist doof. Ich glaube, so geht's. Helfer Go. Gucken, wo stehen wir? 64. Oh, es geht voran. Es geht gut voran. Also ich glaube, das war das perfekte Timing. Also auf dem Ablauf. Das hat alles wunderbar zusammengepasst, was wir so die letzten 6, 7 Folgen gemacht haben. Und da haben wir uns kontinuierlich aber auch richtig schön nach oben gearbeitet. Wenn wir das Feld 4 haben, dann wird es so eine Wachstumsperiode dauern, also einmal bis zur Ernte. Wobei wir natürlich jetzt schon wieder den Vorteil haben, das ist schon im Wachstum. Und das ist auch schon zweimal gedüngt. Das ist optimal. Das ist optimal. Das ist einfach gut. Das heißt, wir können auch da gleich dann in die Ernte einsteigen. Und wir haben noch eine Fruchtsorte, die wir im Prinzip selber nutzen können. Also auch ernten können, ohne was auszuleihen. Das ist perfekt. So, letzten paar Meter. Ich denke, das dürften wir fast haben. 88. Na komm, 89. Oh, jetzt macht das aber nochmal spannend hier. Jetzt macht das aber nochmal spannend, der Freund. So, und dann 17, 19, 17, 19. Dann würde ich sagen, gehen wir erst auf die 17. Können wir hinten an der 10 runterfahren. Und dann können wir gleich die 17 mitmachen. Dann hätten wir die auch noch weg. Boah. Oh Gott, in einer Folge. Eins, zwei, drei, vier Felder, glaube ich, gedüngt. Vier Missionen gemacht. Das ist, denke ich mal, nicht schlecht. So, wo sind wir? 96%. Das passt. Jetzt komm. Lass dich nicht so feiern. Ich meine, Dünger haben wir genug. Da brauchen wir uns überhaupt keinen Kopf zu machen. So, das ist erledigt. Die abschließen, dann gehen wir auf die 17. Fahren wir gleich runter. Ach, ist das herrlich. 258. Es läuft. Es läuft, es läuft, es läuft. So. Wenn man das so ein bisschen koordiniert, ne, da kann man so genial das hier managen. Das ist richtig cool. Das geht voll ab. Das geht richtig gut. Helfer go. Und nächstes Feld. So. So läuft das doch richtig schön. Und das, oh Gott, das geht schnell. Das 17er ist gar nicht so groß, ne? Das geht relativ zügig. Da brauchen wir uns gar keinen Kopf zu machen. Wir gucken gerade nochmal. Also Kredit, falls ich es vergessen habe, bei 0. Ich denke, das ist so klar soweit. So, hier sind wir noch bei 29 Stunden. Ja, ist die Frage. Wollen wir das vielleicht doch so durchziehen? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob wir das so machen wollen oder nicht. So. Können wir das da einsehen? Nee, die müssen alle ge gekalkt werden. Das ist doof. Da sieht man nämlich nicht, wo gedüngt ist und wo nicht. Das ist sehr schlecht. Das ist nicht so schön. Aber hier können wir es natürlich einsehen, ne? 37%, 38%. Jo, das geht gut. Das geht richtig gut voran. Ja, das kriegen wir heute noch durch, das Feld. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ich nehme immer so den Helfer mal kurz vorher raus, weil ich dann einfach selber drehen kann. Weil ich denke, das geht einfacher. Als wenn wir da jedes Mal warten, bis der Kerl gedreht hat, ne? So, 260.000 haben wir jetzt. Also 25.000 würden uns noch fehlen. Das heißt, mit den Kühen, wenn wir die verkaufen würden, hätten wir auf alle Fälle schon das Geld zusammen. Haben wir. De facto. Das ist sicher. Jetzt wird es aber duster hier, ne? Alter Schwede, wird das dunkel. So, wie sieht es aus? 57%, 58. Jo, aber es kommt jetzt auch nichts Neues dazu im Moment. Das heißt, wir sind sehr, sehr zügig mit dem Abarbeiten. Jetzt habe ich verpennt hier. Jetzt muss ich hier mal schnell kurz drehen. Damit wir da keine Probleme kriegen. So, jetzt kann der Helfer wieder rein, weil das geht dann einfacher. Ja, es kommt nicht viel Neues dazu. Auch doch Unkraut bekämpfen, Feld 8, ja. Also so ganz langsam. Aber ich denke, die 19 können wir mit viel Glück noch einfahren. Jetzt nicht heute, aber generell. Das wäre natürlich schön, wenn wir die noch mit einkassieren könnten. Das wäre schön. Das wäre richtig gut. Aber dafür brauchen wir auch nicht mehr viel, ne? Wir haben nur noch 17% gleich. Das läuft. 16, ja. Müssen wir doch nochmal drehen. Schade.
Aber das kriegen wir auch hin. Das ist jetzt die definitiv letzte Spur hier. Dann sind wir durch. Die Ernte auf der 5, die Sonnenblumen haben wir immer noch da stehen, aber das 5 ist ein kleines Feld, das lohnt sich nicht. Da bleibt nichts hängen. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. 94 sieht gut aus. 95, jawohl. Naja, da haben wir heute verdammt viel Geld verdient, muss ich sagen. Wir waren extremst effektiv. So stelle ich mir einen super schönen Arbeitstag vor. Das macht richtig Laune dann. So, 99%, das dürfte es gleich gewesen sein. Helfer raus, super. Dann können wir die auch abschließen und nehmen die 19 noch an, solange sie da ist. Da dapseln wir mal noch schnell hin. Das kriegen wir heute noch schnell hin. So, 21.000 und wir bräuchten dann nicht mal mehr die Kühe verkaufen. Oh, alter Vater, ist das cool. Das ist gut. Bin echt schon überlegen, ob wir die Kühe überhaupt dann abgeben sollen oder ob wir die nicht noch ein bisschen behalten. Die bringen uns ja auch Milch. Das heißt auch wieder Geld. Ja, das wäre halt dann nochmal ein interessanter Punkt. So. Deswegen, jetzt fahre ich hier falsch, ich fahre falsch, ich fahre falsch, ich muss darum. Aber zum Glück musste der auch abbiegen, sonst wäre das jetzt ein Unfall geworden. Oh, Backe. Das war jetzt knapp. Aber gut, haben wir hingekriegt. Alles schick. Läuft. So, und der Kleine hier, ne? Unermüdlich. Immer noch halb voller Akku. Ich glaube, wenn er das alles hinter sich hat, dann werden wir ihn mal ein bisschen entlasten. Dann werden wir ihn mal aufladen, gönnen wir ihm mal eine Pause und lassen ihn dann erstmal wieder Kraft schöpfen. Aber er hält verdammt lang, der Akku, ne? Wenn ihr überlegt, wie viel wir jetzt mit dem Freund gemacht haben hier, das ist nicht ohne. So, hier machen wir das jetzt. Wie machen wir das jetzt hier? Genau, so machen wir das jetzt hier. Ich bin gerade am Überlegen, wie wir das am besten anstellen. Bevor wir da wieder irgendwelche chaotischen Probleme kriegen, fahren wir am besten oben an die kurze Stelle und können dann da in der nächsten Folge direkt mit dem Düngen loslegen. Dann haben wir die Mission soweit durch. Ich glaube, dann ist mit Düngen auch soweit alles fertig. Dann haben wir, glaube ich, alles abgearbeitet, was möglich ist. Was natürlich für uns sehr, sehr gut ist. So. Und dann schauen wir, wie wir den restlichen fehlenden Geldbetrag noch zusammenbekommen. So, mal gucken, wo wir hier am besten anfangen. Vielleicht so hier, dass wir nicht zu nah sind. Ja, ich denke, so ist gut. Und in dem Sinn sage ich für heute erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn alles klappt, wie gesagt, morgen können wir uns das Feld 4 endlich kaufen. Ich bin so gespannt. Ich freue mich wie ein kleines Kind drauf. Also, macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.